2020, das Jahr des Umbruchs. Die Welt war verrückt geworden und die Menschen mussten sich eingestehen, wie instabil eigentlich die Gesellschaft doch war. Und jeder musste einzeln für sich seine Werte neu hinterfragen. Es gab keinen dazwischen mehr, nur noch ein dafür oder dagegen. Ich war natürlich keine Ausnahme. Aber ich ging in mich und ich fand meine Antwort. Mir wurde bewusst, dass ich schon seit Jahren so dachte. Meine Freunde und meine Familie waren natürlich dagegen. Naja, sie konnten nicht verstehen, wieso ich auf einmal zu den Menschen gehörte, die das befürworten. Ja, trotzdem, ich ließ mich nicht von meiner Idee abbringen. Ich hatte all diese zukünftigen Generationen vor mir, denen ich was schuldig war. Also fasste ich all meinen Mut zusammen und tat das, was von mir erwartet wurde. Das einzig Richtige. Ich machte eine Haartransplantation. Alles ohne Probleme. Hin und zurück, nicht mal in 3 Tagen. Vorher hatte ich mir noch Sorgen gemacht, wegen meines Haarausfalls. Naja, heute würde mir das keiner mehr glauben. Ist ja normal geworden. Anerkannt. Wenn nicht sogar schon Mode. Aber darauf bin ich stolz. Denn vor 20 Jahren braucht es einen Helden, um den Weg zu ebnen. Ja, das waren wir, Helden. Damals, im Jahr 2020.